weibliche Form, also wenn wir einen männlichen Charakter genommen hätten, dann wäre die weibliche Form Lucia, Lucia oder Lucia. Und die würde dann, das wäre dann der weibliche Charakter und das wäre dann der Assistent, die Assistentin bei dem Professor. Wenn es da mal einen weiblichen Charakter genommen haben, haben wir den Lucius, den männlichen Charakter. Was sollte das denn jetzt? Ich meine, wenn er sauer auf uns ist, hätte er uns auch einfach anschreien können. Und wieso wollte er noch nicht mal seinen Pokémon zurückhaben? Was soll's? Komm, Zwergi, lass uns nach Hause gehen. Wieder zu Hause. Die Kekse stehen immer noch auf dem Tisch. Darf ich haben? Was gibt es, mein Schatz? Mensch, das ist ja kaum zu glauben, was euch da passiert ist. Aber Hauptsache, du und Serpi seid wohlauf. Bei dem Professor, den du gerade erwähnt hast, handelt es sich doch bestimmt um Professor Eibe aus St. Gemme, nicht wahr? Ich habe ja gehört, er sei berühmt für seine bahnbrechenden Studien zu den Pokémon. Andererseits gibt es auch Gerüchte, wonach er ziemlich einschüchternd sein soll. Ich finde, du sollst ihm in St. Gemme einen Besuch abstatten. Dann kannst du ihm erklären, warum du nicht anders übrig blieb, als sein Pokémon zu besorgen. Mach dir keine Sorgen. Es reimt sich deshalb stimmt's. Er wird sicher Verständnis für dich haben. Ach übrigens, ich habe noch etwas für dich. Hier, Zwergi, zieh die mal an. Du erhältst Turbotreter. Der Weg nach St. Gemme ist schon ein Abenteuer für sich, nicht wahr? Doch mit diesen Turbotretern bringst du auch weitere Strecken in Windeseile hinter dich. Ich lese dir dann mal die Gebrauchsanleitung vor, also spitz schön die Ohren. Hält den L-Stick besonders stark, um schneller zu rennen als je zuvor. Zieh dir den Turbotreter an und mach dich auf den Weg zu neuen Abenteuern. Lesen kann ich auch nicht mehr, wie üblich. So, das wäre alles. Ziemlich cool, nicht wahr? Ach ja, wir spielen übrigens mit dem Pro-Controller. Danke, Nintendo. Danke, Pokémon. Danke, Ilka heißt die, glaube ich, die Firma, die das entwickelt hat. Vor allem, ja, danke Nintendo, weil die müssen es ja einbauen. Danke, das ist... Ich erinnere mich noch an Pokémon Let's Go Evoli, das letzte Remake zu Pokémon erste Generation, was wir gespielt haben. Da konnten wir zu meinem und von vielen anderen großen Leidwesen nur mit Joystick spielen. Leute, ich sag euch, wer das Let's Play verfolgt hat von mir, der weiß das genau. Das war ein Krampf. Wer das Spiel selbst gespielt hat, weiß das noch mehr. Pokémon Let's Go Evoli mit und Let's Go Pikachu mit Joy-Con zu spielen. Und dann meine kaputten Joy-Cons noch dabei. Ich habe es lange ausgehalten, die letzten Parts des Projektes. Am Ende hatte ich Bock, das nicht mehr zu Ende zu führen. Das war also wirklich der Pro-Controller. Schön, dass die das endlich mal, das Nintendo das eingesehen hat. Dann gab es ja auch noch Super Mario Party. Das ging auch nur mit Joy-Con. Also irgendwie gab es da ein, zwei Spiele, wo Nintendo sich gesagt hat, ich verstehe es auch nicht, was die sich da gesagt haben. Irgendwie wurde es, wir unterstützen den Pro-Controller nicht, wir sollen die mal müssen mit den Joy-Cons spielen. Ich meine, es gibt ja die Möglichkeit, du kannst ja mit dem Joy-Con spielen, wenn du willst. Aber die Möglichkeit halt mit dem Pro-Controller zu spielen, die muss halt... Wenn ihr schon das geile Teil habt, dann... Wenn ihr schon mit Abstand den besten Controller überhaupt in der Gaming-Szene habt, das ist ohne Witz, ohne zu schleimen, ja, Nintendo. Ich wüsste nicht, warum ich schleimen sollte, was da mehr Antrieb wäre. Also ohne irgendwie, als Nintendo-Kitty natürlich irgendwie, ja, ist schon so, aber ist auch wirklich so... ist einer, zumindest einer der besten. Das ist, man kann sich drüber streiten, ist der PS5-Controller und so, kann man da noch ein bisschen... Also ist so wirklich, also der Switch-Pro-Controller ist wirklich
Ein edler Controller. Jetzt gehen wir hier mal rein. Oh, wir haben Autosave, wie ich sehe. Oh, Serpi nicht hier. Ich dachte, er wollte noch mal nach Hause. Nein, nicht Fernsehen gucken. Oh, wie ich sehe, verstehst du dich mit deinem Pokémon auch blendend. Wie? Jetzt haben wir ein Pokémon-Menü. Statte dem Pokémon-Labor einen Besuch ab. Und jetzt haben wir so eine Quest-Log oder so. Da können wir speichern hier unten. Unten rechts mit R. Pokémon Panflammen. Aha, 904 Panflammen, Feuer, Zwergi, ID-Nummer. Aktuelle Erfahrungspunkte. Bis zum nächsten Level noch 32. Wesen hitzig. Ja, auf die Wesen habe ich jetzt nie wirklich. Ich weiß auch nicht, was das zu bedeuten hat. Da bin ich jetzt wirklich nicht der Experte für. Ja, Kratzer und Silberblick kann er. Na dann. Zwei Platz doof. Dann wollen wir mal auf ins Abenteuer. Und durchs hohe Gras. Oha! Das erste richtig wilde Pokémon greift an. Ein Bidiza, wild erscheint. Los, Panflammen! Das Team, was wir uns zusammensetzen werden, das ist. Da habe ich auch schon so ungefähr einen halbwegs Plan. Ich werde mir den Plan wahrscheinlich aber. Vollständig werde ich mir den Plan wahrscheinlich erst. Dann machen, wenn ich das. Wenn ich die Pokémon sehe, werde ich dann sagen, ja, fangen oder nicht fangen. Fangen können wir, glaube ich, noch gar nicht. Wir haben noch keine Pokéwelle. Aber ich kann schon mal sagen, Bidiza ist jetzt nicht so meine erste Wahl. Den werden wir jetzt nicht unbedingt ins Team mit reinnehmen. Das wollte ich unbedingt fangen. Ist nach Staralini natürlich das erste Pokémon, was wir im hohen Gras sehen. Da haben wir einen Staralini. Schauen wir mal. Hm? Vielleicht habe ich da Ideen. Das sagst du ja noch nicht. Erstmal müssen wir zum Pokémon-Labor kommen. Pokémon fangen machen wir dann. Machen wir dann wann anders, sobald wir Pokémon-Bälle haben. Da sind jetzt auch alte Sachen wieder mit reingebracht worden, wie zum Beispiel die Sticker-Sache. Da bin ich auch ganz gespannt drauf, dass du das Sticker auf deinen Pokémon anbringen kannst. Und dann, da habe ich ja ganz viel Unfug mitgetrieben. Als ich das Originalspiel das erste Mal gespielt habe, das Pokémon Diamant, als Kind auf dem DS gespielt habe. Das ist also. Da waren manchmal die Bälle bis zum. Also die Sticker. Was ich da für Sticker drauf gehauen habe. Es war quietschbunt. Bei jedem Pokémon-Kampf. Im hohen Gras lauern wilde Pokémon, die jederzeit hervorspringen können. Wenn du also gegen wilde Pokémon antreten willst, dann nichts ab wie ab ins hohe Gras. Möchtest du ihnen aber aus dem Wege gehen, dann mach lieber einen Bogen drum. Ja. Noch geht's. Bist du ein Trainer? Hier gibt's noch keinen Trainer, soweit ich weiß. Wenn sich die Gesundheit deines Pokémon verschlechtert und seine KP sinken, solltest du nach Hause gehen und dich ausruhen. Und zum nächsten Pokémon-Center. Hier haben wir den Hops-Hügel. Hier haben wir Hops genommen. Ein Bidiza-Wild erscheint. Los, Panflammen! Ja, wir kämpfen hier erstmal gegen die Pokémon. Oh, wir haben Blut gelernt. Wann war denn das? Das habe ich wohl übersehen. Völlig übersehen. Das ist sehr schön. Haben wir jetzt schon eine Attacke mehr? Habe ich einfach drüber geredet. Da war ich einfach. Wahrscheinlich jetzt, wenn wir Level 6 erreicht haben. Was ich auch nicht gekriegt habe. Ich habe einfach. Ich habe wahrscheinlich gerade über meine alte Zeit geredet. Und gut, alte Zeiten. Über die Stickerbälle habe ich wahrscheinlich gerade geredet. Es ist, ja. Das wird schon häufiger vorkommen. Also gewöhnt dich schon mal dran. Das ist. Hallo, ich arbeite im Pokémon-Supermarkt. Wusstest du, dass die Gesundheit von Pokémon in Kraftpunkten, kurz gesagt KP, gemessen wird?
Fallen die KP eines Pokémon auf 0, wird es kampfunfähig. Sinken die KP eines Pokémon, solltest du es daher mit einem Trank heilen. Hier die Tränke schenke ich dir, eine Gratisprobe sozusagen. Sie gelangen automatisch in die Medizintasche deines Beutels. Praktisch, oder? Du erhältst Tränke. Du verstaust die Tränke in der Medizintasche. Wie war das nochmal? Da gab es doch irgendeinen Spruch, den ich in Pokémon Y und so, den ich in meinen Let's Plays, meinen Pokémon. Ich erinnere mich nicht mehr dran. Es ist lange her, dass ich das letzte Pokémon Let's Play gemacht habe. Nee, das war bei den Kämpfern. Geht siegreich aus dem Kampf hervor. Genau so war das. Noch hat man keinen Trainerkampf, aber wenn ich nichts dran ändere. Kann man natürlich wieder machen. Ja, was ich sagen wollte, ihr werdet euch daran gewöhnen müssen, dass ich über gute alte Zeiten schwafle. In Erinnerung von guten alten Zeiten schwelge und da öfters auch drüber rede. Ich sage, wie es damals war, als ich das erste Mal gespielt habe als Kind. Das ist, wenn ich so ein Spiel spiele, das ist ein Remake aus meiner Kindheit, von meinem ersten Pokémon-Spiel. Ja. Wenn man das nicht wollte, könnte ich gleich abschalten. Das ist, nein, bitte nicht abschalten, aber es ist, ja, lasst mich alles. Lasst mich alten Sack von damals reden. Das Originalspiel ist jetzt auch schon, holla die Waldfee, ist auch schon alt. Dann weiß ich, habe ich gerade nicht im Kopf, wann kam das Spiel raus. Das Original Pokémon Diamant 2000 irgendwas einstelliges hinten. Bestimmt. Diese Stufe hier dient als Abkürzung nach Zweiblattsdorf. Bist du einmal unten, kannst du allerdings nicht wieder hochspringen. Hops. Musst mal einmal machen. So, Route 201 verlassen wir hiermit. Und da ist schon der Lucius. Der Herr Malfoy. Nee. Ah, da bist du ja. Komm mal bitte mit, der Professor wartet bereits. Da wären wir auch schon. Das ist unser Pokémon-Labor. Dann wollen wir mal hineingehen. Rums. Was zum... Oh, du bist es, Zwergi. Hör mal, dieser alte Typ Angst macht er mir keine, aber der steht echt voll neben sich. Ach, was soll's. Ich mach mich vom Acker. Bis bald. Wow, was war das denn? Dein Freund scheint ja ziemlich, ja mächtig ehrlich zu haben. Na, wie dem auch sei, gehen wir rein. Da sind wir beim Professor im Labor. Da bist du ja endlich. Zwergi war dein Name, nicht wahr? Lass mich bitte einen Blick auf das Pokémon werfen, das du an dich genommen hast. Verstehe. Ja, dieses Pokémon scheint ziemlich glücklich zu sein. Ganz außerordentlich. Weißt du was? Ich schenke dir dieses Panflamme einfach. Was? Mir schenken? Womit habe ich das verdient? Oh Mann, danke. Da ist nun dir gehört. Kannst du ihm auch einen Spitznamen geben? Möchtest du das tun? Mir fallen so viele Spitznamen gar nicht mehr ein. Das ist meine Güte. Damals hatte ich natürlich einige. Wie nennt man das Starter-Pokémon? Was gibt man da für Spitznamen? Ich könnte jetzt aus der Community einige nehmen. Das ist. Dann machen wir das so und fangen mit meinem treuesten Moderatoren. Ist ja in gewisser Weise auch ein Mod auf meinem Discord und auf Twitch und so. Ist auf YouTube auch irgendwie. Dann nehmen wir natürlich den.
und arbeiten uns durch bei den Mods und dann wenn wir neue fangen, das ist bei der Community. Wenn ihr neu seid, irgendwie auch auf diesem Kanal auf YouTube, könnt euch gerne in den Kommentaren bewerben, wenn ihr mal den Namen von einem Pokémon tragen, wenn ihr der Namenspart eines Pokémons hier sein wollt, könnt ihr auch gerne reinschreiben, welches, falls ich das dann ins Team einnehme, schaue ich mal, mache ich mir mal eine Liste und so. Zuschauer sind auch gerne gefragt. Ich werde wahrscheinlich erstmal die Mods durcharbeiten, die Mods und langjährigen Freunde. Den Serpi haben wir schon als Freund genommen, jetzt nehmen wir den Mordi als Starter-Pokémon. Machen wir das so. Verstehe. Bist du mit dem Spitznamen zufrieden? Dein Freund Serpi hat mir erzählt, was sich vorhin am See zugetragen hat. Dafür, dass es dein allererster Kampf war, sollst du dich sehr gut geschlagen haben. Zudem spüre ich deutlich, das Band, das zwischen dir und deinem Pokémon besteht, auch wenn es noch nicht gefestigt ist. Deshalb möchte ich dir das Brandflamm anvertrauen. Mann, ich bin erleichtert, dass du so nett zu Pokémon bist. Wenn dem nicht so wäre. Nein, das will ich mir gar nicht erst vorstellen. Kommen wir jetzt aber zu unserem eigentlichen Thema. Ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Mein Name lautet Eibe. Ich habe mein Leben der Pokémon-Forschung gewidmet. Zunächst bräuchte ich Gewissheit darüber, welche Pokémon-Arten hier in Sinnoh leben. Zu diesem Zweck müssen mithilfe des Pokédex Daten gesammelt werden. Hier kommst du ins Spiel. Ich möchte dir diesen Pokédex geben, damit du für mich die Daten sämtlicher Pokémon in Sinnoh aufzeichnen kannst. Bist du damit einverstanden? Also ich sag's schon mal jetzt, für die Leute, die das sich erhoffen, die das vielleicht auch erwarten. Ich werde garantiert nicht den Pokédex voll machen. Ich werde bestimmt nicht das Spiel auf 100% spielen. Und da, das könnte man hier noch machen. Das wäre noch möglich hier in Pokémon Diamant. Das ist bei Pokémon Sonne und Mond, Pokémon Schwert und Schild. Vergesst das, das sind so viele Pokémon. Hier ist noch eine geringe Anzahl von, da ist der Pokédex noch nicht so voll. Aber ich werde die Story durchspielen. Wenn ich mit der Story durch bin, werde ich das Let's Play beenden. Das ist so lang genug sein. Da habe ich jetzt nicht wirklich. Ja, das, da müssen wir jetzt nicht jedes einzelne Pokémon fangen und registrieren. Das ist. Ich glaube, nein. Das wird auch nicht. Das wird nicht passieren. Aber ja, ich nehme das natürlich mit und ich mache das natürlich. Also, wenn ich ein Pokémon auf dem Weg begegne, Herr Professor, dann ist das ja. Vervollständigen werde ich den nicht, aber ja. Die Antwort gefällt mir. Wer ist den Pokédex? Dieser Pokédex ist ein hochmodernes Gerät, das automatisch die Daten aller Pokémon-Arten aufzeichnet, denen du begegnest. Deshalb würde ich dich bitten, jeden Winkel zu durchforsten, um alle Pokémon-Arten dieser Region aufzuspüren. Das wird nicht passieren, Professor. Ich glaube auch, so ein Pokédex wie du. Sag mal, als du zusammen mit deinen Pokémon auf Route 201 unterwegs warst, wie hast du dich da gefühlt? Ich für meinen Teil habe zwar bereits 60 Jahre auf mit dem Buckel, doch in der Nähe von Pokémon bekomme ich immer noch Herzklopfen. Es gibt unzählige Pokémon auf dieser Welt, musst du wissen. Das bedeutet auch, dass unzählige aufregende Momente auf dich warten. Doch nun ist es Zeit zum Aufbruch. Los, Zwergi. Dies ist der Beginn deines großen Abenteuers. Ich helfe dem Professor übrigens ebenfalls dabei, die Seiten des Pokédex zu füllen. Du und ich, wir haben also gewissermaßen das gleiche Ziel vor Augen. Ich werde dir später auch noch das eine oder andere erklären. Okay, Laborassistentin. Professor Eber hat zusammen mit einem Professor aus Kanto eine Pokédex entwickelt. Ich bin der Vater von Lucius
Und ich unterstütze euch gerne bei der Aufgabe, die ihr von Prophezei erhalten habt. ich bin mir sicher, wir können uns auf euch verlassen. Na, auf jeden. Dann mal den PC des Professors. Hat er gerade kein Auge auf, können wir es einfach mal einloggen. Der Bildschirm ist übersät von verkopften Fachbegriffen und wissenschaftlichen Texten. Aha, und hier, der Prof schläft woanders. Aber hier ist seine Küche, er hat so eine kleine Küche. Der Kühlschrank ist randvoll mit Süßigkeiten. Na, natürlich. Was Vernünftiges zu essen gibt's ja nicht. Hey Zwergi, ich möchte dir ein paar Dinge erklären. Folge mir bitte. Wenn es denn sein muss. Ich meine, ich kenne das Ganze schon, aber okay. Diese Gebäude mit dem roten Dach, das ist der Pokémon Center. Das Pokémon Center. Hier kannst du Pokémon heilen lassen, die im Kampf verletzt wurden. Die meisten Ortschaften verfügen über so ein Pokémon Center. Bei diesem Gebäude mit dem blauen Dach handelt es sich um einen Pokémon Supermarkt. Dort kannst du allerlei Items kaufen und verkaufen. Als frischgebackener Trainer wirst du hier noch nicht allzu viel kaufen können. Aber lass dich davon nicht entmutigen. Ach, da fällt mir ein. Vergiss nicht, zu Hause Bescheid zu geben, dass du Professor Eibe bei der Erstellung des Pokédex helfen wirst. Du wirst immerhin ziemlich weit reisen und ziemlich lange von zu Hause weg sein. Dann solltest du nicht einfach wortlos verschwinden. Immerhin bist du erst 11. Lass aber vorher noch dein Pokémon im Pokémon Center heilen. Also jetzt muss ich los. Mach's gut. War das 11 oder 10? Bin mir nicht sicher. Ich glaube 11. Hallöchen. Im ersten Stock jedes Pokémon-Centers befindet sich der lokale Club. Dort kannst du jede Menge Spaß mit Freunden haben. Was? Hier gibt's immer noch. Oha. Schauen wir später nochmal lang. Ich glaube sogar, der war in den ersten paar. Ne, hier unten war ein Gebiet, was versperrt ist. Es tut mir schrecklich leid, aber aufgrund von Bauarbeiten ist unbefugter Zutritt verwehrt. Bitte komm später wieder vorbei. Ich glaube, wenn wir den ersten Ohren geschafft haben oder den zweiten Ohren, ich bin mir nicht sicher, irgendwann kriegen wir hier Zugang dazu. Oh, eine Karte von Sinnoh. Sehr schön. Siehst du den blauen PC dort drüben? Den mit dem modischen Design. Wenn du Pokémon im Gepäck hast, kannst du ihn nach Belieben nutzen. Der alte Herr. Sprich mit der netten Dame am Schalter und vertraue ihr deine Pokémon an. Sie macht dein Team nun wieder fit. Wirst schon sehen. Okay, Schwester Joyce. Auf geht's. Hallo Trainer. Willkommen im Pokémon Center. Sollen wir deinen Pokémon wieder fit machen? Auf jeden. Okay, dann nehme ich deine Pokémon für einen kurzen Moment in meine Obhut. Dein Pokémon, Einzahl. Vielen Dank für deine Geduld. Bitte beehre uns bald wieder. Geh schnell wieder K.O., damit du schnell wiederkommst. Komm bitte schnell wieder. Geh sterben. Okay, wie war das mit dem Pokédex? Sehr schön. Pokédex-Eintrag. War das jetzt hier mit dem Turbo-Dings? Haben wir den schon eingeschaltet? Haben wir wohl automatisch. Ja, wir können hier auch schon rennen. Wir rennen auch schon deutlich schneller zu Beginn. Wahrheitsufer. Ich würde gucken, ob hier noch ein Item rumliegt. Hätte ja sein können. So, ab zu Mama. Sagen wir Bescheid, dass wir ins Abenteuer ziehen. Ciao, Mama. Bin jetzt schon groß und ziehe ins Abenteuer. Kleine See hier, kleine Pfütze.
Hallo Mami. Störe dich ungern beim Fernsehen. Willkommen zurück, Zwergi. Geht es dir und deinem Pokémon gut? Ruh dich doch ein wenig aus. Ja gut, da hätten wir uns im Pokémon Center nicht heilen müssen. Aber gut. Was gibt es, Zwergi? Donnerwetter, Professor Eibe hat dir so eine wichtige Aufgabe anvertraut. Dann mal viel Erfolg, mein Schatz. Ich unterstütze dich natürlich, wo ich kann. Oh, richtig. Ich habe da etwas für dich, was du sicher gut gebrauchen kannst, Zwergi. Du erhältst die Abenteuernotizen. Du verstaust die Abenteuernotizen in der Basis-Item-Tasche. Wenn dich auf deinem Abenteuer etwas stutzig macht oder dir unverständlich erscheint, dann sieh in der kompletten Lösung nach. Dort sollst du fündig werden. Wie ich dich um deine Abenteuerreise beneide. Zudem hast du immer dein Pokémon zur Seite und musst dich nie einfach fühlen, einsam fühlen. Ach, wie gerne würde ich mit dir tauschen. Kann ich nicht einfach mitkommen? Haha, keine Sorge. Ich mach nur Spaß, Zwergi. Wirklich. Zieh du ruhig los und genieß dein Abenteuer. Ich halte hier so lange Stellung. Denn wenn du neue Dinge lernst und aufregende Erfahrungen machst, dann freue ich mich natürlich auch darüber. Depressives Lachen. Oha, Dark Side of Pokémon. Mutti alleine zu Hause, weint um ihr Kind. Kann da ja mal jemand eine Creepypasta zuschreiben. Mutti kurz vor dem Selbstmord. Sorry, das wollte ich jetzt hier nicht. Die düstere Seite wollte ich hier nicht reinbringen. Oha. Pokémon Myths. Pokémon Mythen. Doch schau ab und zu mal zu Hause vorbei. Schließlich möchte ich ja auch all deine neuen Pokémon-Freunde kennenlernen. Abenteuernotizen. Komplettlösung. Hier werden allerlei Infos verzeichnet, die dir auf deinem Abenteuer von Nutzen sein könnten. Du kannst über die Basis-Item-Tasche deines Bolges darauf zugreifen. Okay. Entschuldigt die Störung, aber steckt mein kleiner Serpi zufällig hier? Oh, nein, tut mir leid. Verstehe, dann hat er sich wohl selbstständig gemacht. Was mache ich denn jetzt nur? Er rief nur, dass er auf ein Abenteuer gehen würde und weg war er. Der Junge ist so stur und wahnkalsig. Ich wollte ihm zumindest das hier mit auf den Weg geben. Kein Grund zur Sorge, Zwergi bringt ihm das sicher gerne. Das machst du doch nicht wahr, Zwergi? Oh, wirklich, das würdest du für mich tun? Vielen Dank, dann gib Zwergi bitte das hier von mir. Du hältst das Paket. Das Paket. Du verstaust das Paket in der Basis-Items-Tasche. Mach's gut und viel Spaß auf deinem Abenteuer, Zwergi. Lass mich rasch überlegen, wo er sein könnte. So wie ich meinen Jungen kenne, ist er bestimmt direkt nach Jubelstadt gegangen. Vielen Dank nochmals. Okay. Warte mal, Zwergi, du hast etwas Wichtiges vergessen. Was? Ja, was vergessen? Was war noch? Hä? Und was habe ich erhalten? Ich wusste doch, dass dir diese Mütze gut steht. Also dann mach's gut. Ach, die Mütze, die habe ich jetzt gar nicht registriert. Dass ich die aufhabe. Ja. Und Sound und schon. Okay, brechen wir auf ins Abenteuer. Auf in die Wildnis. Auf zu neuen Ufern. Gut. Ich würde mal sagen, hier in Sandgeme mache ich erstmal eine kleine Aufnahmepause für heute. Für die ersten zwei Parts soll es das gewesen sein. Wenn ich richtig auf die Uhr geguckt habe, sollten wir jetzt eine Stunde voll gekriegt haben. Danke fürs Zuschauen. Däumchen nach oben. Ich habe die ersten zwei Parts jetzt am Stück aufgenommen. Irgendwo werde ich einen Cut gemacht haben.
Danke fürs Zuschauen. Ihr wisst Bescheid auf YouTube. Däumchen nach oben, Abo dalassen, Glocke aktivieren, Kommentare schreiben. Also auch könnt mir gerne euer Feedback dazu schreiben, wie ihr es findet, dass ich ein Mädchen spiele. Wie ihr findet den Spitznamen von meinem Starter-Pokémon. Ob ihr auch mal ein Pokémon sein wollt, ob auch der Namensvetter, könnt ihr auch euch bewerben. Könnt einfach mal euer Lieblings-Pokémon reinschreiben und sagen, dass ihr Pikachu sein wollt zum Beispiel. Und einfach in die Kommentare schreiben, hi, mein Username ist xzuckerkingy3b und ich möchte gerne Pikachu sein. Und dann kann ich dann halt gucken, ob das für mich passt, und dann können wir mal schauen, ob es dann vielleicht... Ich lese alle Kommentare, ich antworte auch drauf. Und ja, habt ihr vor allem noch einen angenehmen Fürstentag, und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bei Pokémon Strahlender Diamant im Let's Play mit dem Zwergenfürst. Bis dahin habt ihr noch einen strahlenden Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.